Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 26. März. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und ich sitze hier mit meinem Kollegen. Lars Wiechert. Moin, Jan. Ja, sehr schöne Begrüßung. Fühlt sich ja fast heimisch an, als würde man da direkt mit Nils sprechen. Der macht das auch immer so energisch. Aber ja, die Chefetage ist im Urlaub und wir beide sitzen jetzt hier nicht ganz direkt uns gegenüber, sondern leider nur remote, dadurch, dass ja immer noch Ferien sind und hier drei Kinder versorgt werden müssen. Deshalb bin ich heute nicht im Büro, aber wir werden, glaube ich, das ziemlich gut hinkriegen. Genau, ich sehe dein Gesicht auf jeden Fall virtuell vor mir auf dem Bildschirm. Das ist auch mal ganz schön, nicht nur vor eine leere Kachel zu sprechen. Ja, So, absolut. wir haben einiges zu besprechen. Es wurden viele Startfelder verkündet, nicht nur rot in der vergangenen Woche, wo ja Nils und Anna schon gemutmaßt haben, wer da starten könnte, sondern auch für den Auftakt der Ironman Pro Series mit dem 73 Oceanside. Und am Wochenende war natürlich auch wieder viel Rennbetrieb. Lisa Tertscher zum Beispiel beim Europe Triathlon Cup in Catera gewonnen. Aber bevor wir das machen, machen wir erst noch mal ein bisschen Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Für alle unter euch, die Pillar Performance noch nicht kennen, das ist ein Mikronährstoffunternehmen und sie bieten Produkte für die Erholung, für die Immunität, für die Energie und auch gegen Entzündung an. Und es ist einfach gesagt, ja, eine Firma für Elektrolyt- und Profis wie Frederik Funk Kohlenhydratprodukte, zum die Beispiel euch setzen auf dabei das Triple hilft, die Magnesium von Pillar Ziellinie zu Performance, um erreichen. damit ihren Schlaf und ihre Erholungswerte zu verbessern. Das gibt es in den Geschmacksrichtungen Ananas, Kokosnuss oder auch Beere. Und das kann man einfach mit einem Shaker zubereiten und 30 Minuten vor dem Schlafengehen zu sich nehmen, um ja, Schlaf und Erholung zu verbessern. Wenn ihr Pillar heute ausprobieren möchtet, geht ihr einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC, großes T, großes M, für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Ja, wir waren ein bisschen überrascht. Also überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben uns vielleicht etwas mehr erhofft, möchte ich sagen, wenn wir uns das Frauenstarterfeld der Challenge Rot angucken. Ich meine, wir waren von letztem Jahr ja schon ziemlich verwöhnt und es war ja auch ein extrem gutes Rennen mit der neuen Weltbestzeit von Daniela Rief. Wir haben uns natürlich gedacht, dass es dieses Jahr ja wieder ähnlich sein könnte, aber dem ist nicht der Fall. Dem ist nicht ganz der Fall, genau. International ist auf jeden Fall nicht ganz so die Strahlkraft da, wie es letztes Jahr war. Ich meine, letztes Jahr war Daniela Rief dabei, dann Fenella Langridge, die war ja dann letztes Jahr das zweite Mal mit dabei. Die ist ja auch insgesamt so, wenn man sich den Solara Berg da anguckt, ein ziemlicher Publikumsliebling. Aber ja, all die Strahlkraft der internationalen Frauen ist irgendwie dieses Jahr nicht ganz so vertreten. So diejenige, die man da eigentlich noch mit am meisten hervorheben kann, würde ich sagen, ist Lisa Nordin. Ja, sehr starke Radfahrerin und struggelt aber immer so ein bisschen beim Laufen. Also sie ist keine schlechte Läuferin, würde ich sagen. Sie hat ja auch schon echt ziemlich gute Einzelzeiten präsentiert, aber kriegt es irgendwie immer noch nicht ganz so hin, den Lauf so zu timen, dass sie es eben auch nach dem Radfahren hinkriegt. Genau, aber das wäre so international auf jeden Fall die Frau, die da am meisten heraussticht, würde ich Ja, sagen. und aus deutscher Sicht haben wir natürlich wieder geballte Frauenpower am Start, hätte ich jetzt fast gesagt. ja, also Laura Philipp natürlich, müsste man ihr die Favoritenrolle irgendwie zuschreiben. Ist letztes Jahr Dritte geworden, hat wahrscheinlich die beste Rad-Lauf-Kombi im ganzen Feld, hat natürlich im Schwimmen vielleicht so eine kleine Schwäche, aber wenn sie da auch vielleicht mit Lisa Nordin, ja, dranbleiben, an dieser Nordin dranbleiben kann, dann kann das auf jeden Fall ein gutes Rennen für sie werden, weil ich glaube, die beiden könnten auf dem Rad sehr gut zusammenarbeiten. Und dann beim Laufen, wie du gesagt hast, dieser Nordin ist jetzt nicht so die Überläuferin. Da hätte Laura Philipp auf jeden Fall die, ja, die Karte in ihrer Hand.
Ja, ich gerade wie du sagst, ne, man sagt immer, dass Laura Philipp vielleicht so eine kleine Schwimmschwäche hat, aber das ist ja letztendlich auch gegenüber den Top-Schwimmerinnen, und wie wir auf Hawaii gesehen haben, kann sie ja da auch einfach über ihre Rad-Lauf-Kombination oder über die Rad-Laufstärke echt extrem viel rausholen. Und wenn wir uns jetzt, sag ich mal, so, wir hatten ja schon mal auf trimark.de so das Favoritinnenfeld angeguckt oder so die Starterin. Wenn wir uns die da angucken, dann ist es vielleicht so ein bisschen so, dass ja von den Favoritinnen Lisa Nordeen so ein bisschen heraussticht, was so die Schwimmleistung angeht. Aber ich würde da nicht behaupten, dass Laura Philipp sich hinter dieser Schwimmleistung irgendwie von Lisa Nordeen verstecken muss. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es schon engerer oder ein Schwimmausstieg wird, der wesentlich enger zusammenliegt als im vergangenen Jahr, sodass einfach für Laura Philipp das Rennen schon von Anfang an ziemlich gut laufen könnte oder mehr in ihre Karten reinspielt, sodass sie da gar nicht zu viel aufholen muss. Wenn ich jetzt so den ersten Blick aufs Teilnehmerinnenfeld werfe. Aber letztendlich sind wir auch ganz am Anfang der Saison. Laura Philipp trainiert aktuell in St. Moritz in der Höhe und wird dann ja erst später in die Saison einsteigen. So kann man da wirklich ja recht offen, glaube ich, in die Zukunft gucken oder da ziemlich freudig sein, wie da so die ersten Ergebnisse in der Saison werden. Deswegen ist es, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig, wenn da noch keine Athletin irgendwie ein Rennen gemacht hat, da schon so Prognosen abzugeben, dann ist da so die Leistungsfähigkeit schon immer noch fast so ein halbes, dreiviertel Jahr Ja, vor allem her. Laura Philipp hat ja auch gesagt, dass sie sich erstmal vor allem in der ersten Jahreshälfte auf die Qualifikation für die Ironman WM in Nizza konzentrieren möchte. Das heißt, sie macht zwei Mitteldistanzen jetzt zum Einstieg in die Saison, einmal in Valencia und einmal auf Mallorca, um dann die Quali in der Tüte zu haben und sich dann auch auf die T100 Series zu fokussieren, bei der sie ja auch zum Stammaufgebot gehört. Und aus deutscher Sicht, ja. Ja, genau, absolut. Laura Philipp wird ja dann quasi die Qualifikation so machen, dass sie zwei Mitteldistanzen, also zwei Ironman 70.3 Rennen absolviert, anstatt quasi eine Langdistanz zu finishen. Und damit, so wie du sagst, hat sie halt zwei recht frühe Rennen. Valencia ist ja ein neues Rennen, auch gleichzeitig mit dem Profi-Männer- und Frauenfeld und ist am 3. April-Wochenende. Da kann man, glaube ich, ziemlich gespannt sein, wer da eventuell noch so am Start sein wird. Und dann wird sie beim Ironman 70.3 Mallorca sein, der meiner Meinung nach 2 Wochen später ist und auch mit zur Ironman Pro Race Series gehört. Und da glaube ich, wird auf jeden Fall, wenn man sich so die erste Startliste der Pro Race Series anguckt, schon auch eine ganz gute Leistungsstärke am Start Ja, stehen. dann gehen wir mal die Startliste von Rot weiter runter. Aus deutscher Sicht haben wir da noch Svenja Tös am Start, Anne Reischmann, Caro Lehrieder und Laura Zimmermann, was ja erstmal im Prinzip alles Namen sind, die man auf jeden Fall kennt und die auch ja für guten Triathlonsport stehen. Ist natürlich im Vergleich, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber im Vergleich zu Anne Haug oder Daniela Rief, die da noch am Start waren, jetzt nicht das Weltklassefeld, aber natürlich können wir trotzdem ein spannendes Rennen erwarten. Ich bin vor allem gespannt auf Anne Reischmann, die ja in Portugal schon ein gutes Rennen gezeigt hat im vergangenen Jahr und dann jetzt ihre, ich glaube, dritte Langdistanz wird das in Rot absolviert. Ich glaube, die hat auch tatsächlich Chancen, da Laura Philipp den Sieg streitig zu machen. Ja, Anne Reichmann ähnlich wie Laura Philipp, so ein bisschen, ja, sag ich mal, erste schwächere Dritte mit dem Schwimmen, aber dann gerade beim Fahrradfahren und Laufen kann Anne Reichmann auch richtig punkten, wie man ja auch bei den letzten Ironman 70.3 Weltmeisterschaften gesehen hat, wo sie ja immer in den Top Ten gefinisht hat, dass sie da auch einfach mit den beiden weiteren Disziplinen wirklich enorm viel ja, Zeit gut machen kann und auch Plätze auflaufen kann. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass so gerade vor heimischem Publikum, wenn man das so sagen kann, da doch die Motivation ziemlich groß ist, um dann ein gutes Rennen zu machen. Und Anne Reischmann
Hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, sie hat letztes Jahr alles vom Streckenrand gesehen, so dass sie da eventuell auch schon ein bisschen weiß, obwohl sie nicht am Start war, was so auf sie zukommt. Und sie ist ja auch eine Athletin, die schon die Qualifikation für Nizza in der Tasche hat. Und ich glaube, wenn man es so ein bisschen sieht, hat sie sich ja dieses Jahr schon sehr auf die Langdistanz fokussiert oder schon ziemlich gut ausgerichtet, auch gerade mit der aktuellen Trainingsphase, wie sie da schon ganz früh im Jahr sich die WM-Kurse da angeguckt hat. Von daher würde ich auch sagen, so gerade innerhalb der deutschen Athletinnen würde ich Anne Reichmann auch schon so hinter Laura Philipp auf jeden Fall sehen. Und wenn alles gut läuft, ja, kann man sehr gespannt sein. Wobei, wenn Laura Philipp, glaube ich, ihre Laufstärke hat, dann kann Anne Reichmann da nicht ganz mithalten, würde ich sagen. Aber es könnte definitiv ein interessantes Rennen zwischen den beiden werden. Ja, Anne Reischmann ist auch gerade in Thailand, um sich auf das T100-Rennen in Singapur vorzubereiten, für das sie eine Wildcard bekommen hat. Ja, da bin ich auch gespannt, was sie da zeigen wird. Über die Mitteldistanz, da war sie auch letztes Jahr bei den Rennen, bei denen sie am Start war, recht erfolgreich. Also das könnte schon sehr spannend werden. Ja, ich glaube, jetzt, wenn wir da den Sprung einmal schon Richtung der T100 machen, glaube ich schon, dass in Singapur auf jeden Fall was drin ist, dadurch, dass ja bei den Frauen doch eine Menge an Athletinnen vom eigentlichen Stamm fehlt und viele Wildcards vergeben worden sind. Und da sortiert sich Anne Reichmann ja schon sehr weit oben ein. Und deshalb glaube ich schon, dass da eine gute Platzierung bei rausspringen kann, wenn sie denn mit den ja, klimatischen Bedingungen da vor Ort zurechtkommt. Aber wie du sagst, sie ist jetzt schon vor Ort. Also da wird auf jeden Fall schon eine klimatische Anpassung sein, sodass da auf jeden Fall in die Richtung alle Register schon gezogen worden sind. Bei Svenja Tös, die ist 2022 schon mal in Rot gestartet und wurde da Siebte. Die Position wird sie ja wahrscheinlich in diesem Jahr verbessern wollen, ist auch eine starke Läuferin. Die wird wahrscheinlich dann auch das Feld von hinten aufräumen. Ja, könnte man wahrscheinlich so sehen, wobei, wenn wir jetzt sagen, dass alles starke Läuferinnen sind, dann wird sich da auf jeden Fall auch schon so ein bisschen schwieriger werden, das Rennen oder das Feld von hinten aufzuräumen. Aber ja, letztendlich stimme ich dir da komplett zu. Es ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie gut sie ist ja schon eine sehr leichte Athletin, wie sie das da schafft, auf dem Radkurs in Rot an den wirklich starken Radfahrerinnen wie Laura Philipp, Lisa Nordin und auch Anne Reichmann dran zu bleiben. Also ich glaube, das ist da schon der entscheidende Punkt, dass man da nicht zu weit abreißen lässt. Eine Frau würde ich jetzt noch so ein bisschen mit in den Ring werfen, ist Rebecca Robisch, ehemalige Kurzdistanzlerin, hatte ja längere Zeit, ja, sag ich mal, sich anderweitig als im Triathlon sportlich bewegt und hat ja jetzt im letzten Jahr da den Sprung wieder Richtung des Triathlons gefunden. Von daher glaube ich, kann man da, also das ist so eine kleine Wundertüte, würde ich sagen, aber leistungsmäßig könnte da, glaube ich, schon einiges bei rumkommen. Ist so mein Eindruck. Also das ist so ein richtiges Dark Horse fürs Für die ist es Rotrennen. ja auch ein richtiges Heimrennen. Sie kommt ja auch aus Rot. Von daher, vielleicht ist das so ein kleiner Pluspunkt und ein kleiner Vorteil, den sie da noch mitbringt. Also die Strecken kennt sie auf jeden Fall. Ja, die Strecken kennt auch Magnus Dietleff. Der hat die Challenge Rot schon zweimal gewonnen und das in den vergangenen beiden Jahren. Ja, wird das der Hattrick? Was sagst du, Lars? Also, wenn er sich so präsentiert, wie es jetzt schon zum Saisoneinstieg gemacht hat, also er hat sich ja da schon gerade bei den T100 jetzt richtig stark gezeigt, würde ich schon fast davon ausgehen, oder was heißt davon ausgehen? Er ist auf jeden Fall für mich der Top-Favorit, um den Hattrick einzulaufen, auf jeden Fall. Also mit seiner Bike und auch Laufperformance, es sieht ja immer nicht ganz so schnell aus, wie er läuft, ja, weil er so groß ist. Aber für mich ist er da schon einer derjenigen, die man da ganz oben auf dem Schirm haben sollte, wenn es darum geht, dass in Rot der dritte Titel Ja, geholt er ist ja wird. auch im vergangenen Jahr mit der Spitzengruppe aus dem Wasser gekommen, was ja eigentlich so der Schlüssel für seinen ja schon fast dominanten Sieg war.
Wenn er das dieses Jahr wieder schafft, dann könnte es auf jeden Fall reichen, erneut für den Sieg, eventuell sogar für eine neue Weltbestzeit. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Da würde ich mich bei der neuen Weltbestzeit würde ich mich so ein bisschen Ja, zurückhalten, oder war es letztes Jahr schon eine weil Weltbestzeit, ist die ich Frage, ne? ja, also letztes Jahr war schon, würde ich sagen, eine neue Weltbestzeit. Aber die Sache ist, dass er im vergangenen Jahr von der Radleistung auch im Zusammenspiel mit Sam Laidlaw schon, denke ich, profitiert hat, dass sie sich da beide gepusht haben. Ich meine, die sind die Strecke in Rot unter 4 Stunden gefahren. Auch wenn die Strecke knappe 3 Kilometer kürzer ist, die Radstrecke beinhaltet ja schon ein paar Höhenmeter. Bedeutet es schon, dass sie da vorne ganz gut Betrieb gemacht haben. Und ich glaube, oder so wie das Feld wirkt, würde ich eher sagen, dass er da eventuell eher so den Push machen könnte, dass er dann alleine in die Wechselzone kommt und halt nicht ganz so eventuell vom Zusammenspiel auf der Strecke profitiert. Ist so mein Eindruck. Mit Clément Mignon ist ja zum Beispiel auch noch ein anderer starker Radfahrer in Rot am Start, der ja auch bei der Ironman WM in Nizza, vor allem mit Sam Laidlaw, ja nach dem Schwimmen richtig viel Druck gemacht hat auf dem Rad. Also die könnten vielleicht zusammen auch eine Gruppe bilden, um dann vorne wegzufahren. Ja, wobei ich glaube, in Nizza kam Clément Mignon auf jeden Fall der Kurs entgegen. Er ist zwar kein schlechter Radfahrer, das auf gar keinen Fall, aber ich würde schon behaupten, dass in Nizza der Kurs schon mehr in die Hände gespielt hat, sodass er da einfach noch mehr von seinem Heimvorteil profitiert hat. Ich meine, mit Rudi von Burg hätten wir ja auf jeden Fall auch noch jemand, der in Nizza eine richtig starke Leistung gezeigt hat, auch auf dem Rad gezeigt hat, dass er da durchaus mit oder wegfahren kann, wurde er ja dann letztendlich knapp Vierter bei der WM. Aber ja, gerade mit dem Rennen in Nizza, glaube ich, hat er da schon ziemlich für Aufsehen gesorgt. Und ich glaube, da ist eher so die Frage bei dem Amerikaner, ob er es schafft, diese Leistung, die er bei der WM in Nizza gezeigt hat, wo er ja schon irgendwie auch sein vermeintlichen Heimvorteil, er kommt ja da aus der Ecke und hat da sehr viel trainiert, ausgespielt hat, ob er den dann auch so mit auf weitere Strecken bringen kann, würde ich sagen. Also das ist eine interessante Sache, aber ja, wie du sagst, mit Clément Mignon und Rudi van Burg hätten wir da auf jeden Fall zwei, die da auf jeden Fall so ein bisschen mitgehen könnten. Ich meine, der Belgier Peter Hemerick ist auch sehr bekannt für seine gute Radstärke. Wenn wir dann sonst so ein bisschen noch weiter ins Feld gucken, finde ich, sind da auf jeden Fall so zwei Mitteldistanzler, die da für Furore sorgen könnten, aus meiner Sicht. Was sagst du? Ja, aus deutscher Sicht natürlich haben wir erstmal Jan Stratmann, der beim Ironman Portugal im vergangenen Jahr seine erste Langdistanz gemacht hat. Ist Dritter bei der Ironman 73 WM geworden, natürlich bei dem deutschen Dreiersieg in Lahti. Portugal lief dann für ihn, also er hat das Rennen erst lange noch angeführt, auch auf dem Rad. Es lief dann hinterher nicht mehr ganz so gut, weil er, glaube ich, auch entweder Verdauungsprobleme oder Muskelprobleme hatte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nee, es war ein Verdauungsproblem. Also er hatte insgesamt Probleme, dann noch genügend Energie reinzubekommen, wie die Kohlenhydratversorgung etc. nicht ganz so funktioniert. Wobei, wenn man da so ein bisschen Social Media verfolgt, hat er da ja, glaube ich, auch einen neuen Sponsor Vertrag unterschrieben, sodass man da, ja, mal gucken, ob das dann auch für einen guten Marathon noch ausreicht oder ob er da nochmal korrigieren muss. Aber für ihn war es halt die erste Langdistanz und insgesamt war er ja schon recht zufrieden, wie das gelaufen ist. Und gerade bei der ersten Langdistanz lernt man, glaube ich, relativ viel, auch was so die Ernährung angeht. Und da wird er, denke ich, Richtung der zweiten auf jeden Fall oder Rot auf jeden Fall besser aufgestellt sein. Ja, und dann haben wir natürlich noch Kyle Smith aus Neuseeland am Start, der so ein bisschen als Dark Horse gilt. Ich glaube, unser Chefredakteur Nils Fieset sieht das anders. Der ist großer Kyle Smith-Fan und traut ihm einiges zu. Ja, also es ist seine Premiere in Rot. Er hat in diesem Jahr bereits die Challenge Wanaka gewonnen und dann dürfen wir mal gespannt sein, was er auf der Langdistanz zeigt. Ja, Kyle Smith ist halt echt ein mega interessanter Athlet. Neuseeländer und gerade so seine Mitteldistanzausflüge hat er ja schon
unter Beweis gestellt, dass er da ziemlich stark unterwegs ist. Ich glaube, im vergangenen Jahr hat er teilweise auch mit Jan Frodeno trainiert. Also da hat er auf jeden Fall sich vielleicht so ein bisschen was abgucken können, was so ein, für ein schnelles Rennen in Rot angeht. aber ich glaube auch, dass es jetzt gar nicht so ein Athlet ist, der ein komplettes Dark Horse ist. Also der ist vielleicht so ein bisschen unterm Radar vieler, aber ich würde ihn nicht komplett als Dark Horse bezeichnen. Also dafür ist er da doch schon ein bisschen zu stark unterwegs. Und man darf natürlich auch gespannt sein, wie er jetzt bei der T100 in Singapur abschneidet, wo er auch auf der Startliste steht. Also das sind, oder ist auf jeden Fall ein Athlet, den man, glaube ich, ziemlich auf dem Schirm haben sollte. Ja. Dann müssen wir natürlich noch über den schnellsten Läufer im Feld sprechen. Patrick Lange, einmal Erster, zweimal Zweiter in Rot, musste sich in den letzten beiden Jahren von immer Magnus Tiglev geschlagen geben, hat es noch nicht geschafft, den Marathon unter 2 Stunden 30 zu laufen, aber ich glaube, das könnte dann in diesem Jahr vielleicht endlich mal klappen. Naja gut, mit seinem kleinen Jubel im vergangenen Jahr auf der Ziellinie weiß er auf jeden Fall, wo die letzten Sekunden herauszuholen sind. Das steht, glaube ich, außer Frage. Absolut. Also ich glaube, über die Laufstärke von Patrick müssen wir gar nicht reden. Und wenn einfach alles so zusammenkommt, wie er es auch in den letzten Rennen einfach immer gezeigt hat, wird es schon so sein, dass auf dem Marathon alles darauf hinausläuft, dass er derjenige ist, der da den schnellsten Split hinlegt. Genau. Wie, glaube ich, im vergangenen Jahr wird es dann halt so die Frage sein, wie viel Vorsprung hat Magnus Tiglev und wie schnell läuft Magnus Tiglev vorne, sodass da eventuell die Lücke nach hinten geschlossen werden kann. Also ich glaube, wenn man sich das Rennen aus Nizza anguckt, war es ja auch so, dass man gedacht hat, ob er es schafft oder nicht. Da wäre es ja eventuell bei noch ein paar Kilometern mehr sogar der erste Platz gewesen. Also da war ja wenig gegen die Laufleistung von Patrick entgegenzusetzen. Von daher würde ich schon sagen, ist es so erstmal von der Favoritenliste so ein Rennen Platz 1 gegen 2 aus dem vergangenen Jahr und dann dahinter ein sehr offenes Rennen mit ja schon auch vielen großen Namen oder bekannten Namen aus dem Triathlon-Zirkus, vor allem auch international. Mit Daniel Beckegaard zum Beispiel haben wir ja auch noch einen Athleten, den man nicht vergessen darf. Die das Rennen definitiv einfach extrem interessant machen können und auch schnell machen können. Ja, Peter Hemerick haben wir gerade schon einmal kurz angesprochen, aber den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Der hat im vergangenen Jahr den Ironman Portugal gewonnen und ist im Moment Ranglisten-Siebter bei der PTO-Weltrangliste. Und ich glaube, der hätte auch das Zeug dazu, ganz weit vorne mitzuspielen. Also der läuft auch so ein bisschen unter dem Radar, finde ich. Aber zum Beispiel auch bei den PTO Asian Open im vergangenen Jahr hat er gezeigt, dass er auch auf der Mitteldistanz vor allem immer noch zu den Besten gehört und hat dann ein richtig solides Rennen abgeliefert. Also auf den bin ich auch sehr gespannt. Definitiv. Es ist wirklich so einer, er hatte ja lange Zeit so ein bisschen zu kämpfen. Also da war es ja so, dass er relativ viele Did-Not-Finishes hatte und ja dadurch vielleicht so ein bisschen hingekommen ist, dass er unterm Radar lief, aber eben wie du sagst, also er ist überhaupt keiner, der da irgendwie, glaube ich, unterm Radar fliegen sollte. Eben wie du sagst, mit den Asian Open, wo er Zweiter wurde, Ironman Portugal hat er gewonnen und beim Ironman Hamburg darf man auch nicht vergessen, hat er auch ein extrem starkes Rennen gemacht und wurde Zweiter. Also er hat letztes Jahr auf jeden Fall schon so einige Rennen gute Platzierungen nach Hause gebracht, wobei eben auch im vergangenen Jahr, beziehungsweise auch mit dem letzten Rennen, das er absolviert hat, zwei beziehungsweise drei Did Not Finish stehen. Also er hat zum Beispiel die Challenge Rot musste er abbrechen, die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza hat er nicht beendet und jetzt das vergangene Rennen bei den T100 in Miami ist er auch nach dem Schwimmen ausgestiegen oder quasi hat das Radfahren da auf jeden Fall nicht bis ins Ziel gebracht. Das sind halt schon so Sachen, die dann immer noch so auf seiner Seite stehen, aber eben auch ein Athlet, der ja, keinen schlechten Marathon hat. Also er ist in Hamburg auch unter 2,40 geblieben, fährt insgesamt auch stark Rad. Also kein Dark Horse und jemand, der da auf jeden Fall auch mit im Gesamtkonzert, glaube ich, mitspielen kann. Ja, also bei ihm ist es immer so das Ding, finde ich,
Weil entweder zeigt er ein richtig gutes Rennen oder er kommt nicht ins Ziel. Also vielleicht sollte er sich mal für eins entscheiden, aber ja, in Rot hoffe ich auf jeden Fall, dass er ins Ziel kommt und ein spannendes und zu einem spannenden Rennen beiträgt. Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn man sich so einmal so seine Historie anguckt, ist er ja 2019, hat er extrem viele Rennen gemacht und hat da auch fast alle oder alle, die er ins Ziel gebracht hat, hat er auf dem Podium entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2 gefinisht. Da hat er eigentlich die komplette Challenge-Serie mitgemacht. Und dann war es so 2021 und 22 war es eher dann in die andere Richtung geprägt. Da hat er ja fast mehr Did Not Finish als Zielankünfte. Beziehungsweise 2022 hält sich so die Waage und dann im vergangenen Jahr hat er so ein bisschen die Kurve gekriegt und hat da auch gerade Richtung Ende des Jahres halt gezeigt, in welche Richtung es leistungsmäßig gehen kann. Also mit Hamburg, Asian Open, die kann man, glaube ich, schon so insgesamt bei ihm hervorheben. Ist es einfach so, dass er da gezeigt hat, dass wenn alles zusammenpasst, dass er da eben auch ganz vorne mitlaufen kann. Und ich meine, bei den Asian Open wurde er Zweiter hinter Christian Blumenfeld, hat sich gegen Jason West durchgesetzt, Dennis Giroud, Sam Long, Danny Beckegaard hat er alle hinter sich gelassen. Von daher ist es auf jeden Fall so eine Sache, die man da, denke ich, bei ihm auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben sollte, wenn er denn bis ins Ziel kommt. Ja, dann war das einmal das zur Challenge Rot. Das war letzte Woche Mittwoch und Donnerstagvormittag. Dann gehen wir mal zum Donnerstagnachmittag. Da kam nämlich schon die nächste Startliste raus, und zwar die für das erste Rennen der Ironman Pro Series vom Ironman 73 Oceanside. Und Lars, auch da Weltklassefeld. Ja, wenn man eben, und das finde ich so ganz lustig, ne? Also am Anfang hieß es alles so, ja, T100 und Ironman stirbt aus und wer will denn überhaupt sowas machen? Und Patrick Lange wurde so Social Media Meme-mäßig so ein bisschen belächelt und Sam Laidlaw ja auch, dass sie gesagt haben, so sie konzentrieren sich so auf den Ironman. Aber wie auch schon in den vergangenen Jahren zeigt einfach Oceanside und wahrscheinlich dieses Jahr auch noch mal mehr, weil sie eben zu der Pro Series gehören. Ja, was so ein Starterfeld eben bringen kann. Und wir haben mit Taylor Nipp eben auch die amtierende 70.3-Weltmeisterin aus Lahti mit am Start, wo ja dann schon gebunkelt wird, ob sie eventuell auch noch irgendwie ein zweites ja, Mitteldistanzrennen macht, um eben auch ihre Bestätigung für die Weltmeisterschaft für die in Nizza zu holen. Also da darf man auch gespannt sein, ob da noch was kommt. Aber eben, wie du sagst, ein mega Starterfeld und richtig gute Namen am Start. Also Taylor Nipp wäre jetzt eine, die Amerikanerin, dann die Britin Fenella Langridge, Emma Pennant Brown, Paula Findlay sind mit Emma Pennant Brown und Paula Findlay sind auch zwei Athletinnen dabei, die eben auf der T100 Series sind und die eben da auch direkt gleich noch das nächste Rennen mitnehmen und eben einfach mal so das Ironman Pro Race Series Feld richtig aufstocken. Ja, vor allem bei Taylor Nipp war ich sehr überrascht, den Namen auf der Startliste zu lesen. Die ist ja eigentlich auch fester Bestandteil von der T100 Tour, macht natürlich weniger Rennen, weil sie eigentlich noch den Fokus auf Olympia hat dieses Jahr. Deswegen war ich so ein bisschen, ja, überrascht, dass sie auch im Vorfeld von Olympia noch eine Mitteldistanz macht. Ja, ich glaube einfach, dass ja so eine Mitteldistanz dann doch schon immer noch sehr eng an so einer olympischen Distanz dran ist und gerade so im ja, frühen Beginn des Jahres oder der Rennserie, auch wenn es sich jetzt schon so anfühlt, als ob wir da voll drin sind, ist es, glaube ich, immer noch so, dass man das ziemlich gut mit einstreuen kann und gerade so insgesamt als Belastungssteuerung gut mitnehmen kann. Aber insgesamt hat es mich auch sehr überrascht, dass sie mit dabei ist. Aber wahrscheinlich haben sie da schon alles richtig auf dem Schirm. Und wie du sagst, dadurch, dass sie auch T100 Athletin ist, glaube ich, ist es vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht im etwas schwächeren Feld als bei der T100, einfach mal nochmal zu testen, wie geht's. Ich meine, sie muss da ja auch auf dem Zeitfahrrad fahren, was ja auch immer nochmal anders ist, sich nicht im Feld zu bewegen wie bei der olympischen Distanz. Von daher
glaube ich, ist das schon eine interessante Sache und kann auf jeden Fall für Furore sorgen. Ich meine, ihre letzten Rennen auf der Mitteldistanz hat sie schon sehr dominant, schon sehr dominant bestritten. Von daher würde ich sagen, in Oceanside geht nichts an Taylor Nipp dran vorbei. Ist, glaube ich, die Athletin, die es zu schlagen gilt. Aber insgesamt waren das ja jetzt auch nur ein paar Namen, die wir aufgezählt haben. Es sind ja knapp 40 Profi-Triathletinnen am Start. Also da ist ja schon richtig auch neben der Klasse auch Masse mit am Start. Das stimmt. Und neben den Favoritinnen, die du gerade schon angesprochen hast, dürfen wir natürlich auch die Vorjahressiegerin nicht vergessen, Tamra Jewett, die leider auch in Miami nicht ins Ziel gekommen ist, dafür aber im vergangenen Jahr richtig gute Leistungen abgeliefert hat und wie gesagt den Ironman 73 Oceanside auch gewonnen hat im vergangenen Jahr. Die ist auch eine richtig starke Läuferin und ja, Ja, sehr viel sehr, Power. sehr viel Power auf jeden Fall. Also ich hatte ja, Tamara Jewett war so ein bisschen, vielleicht kann man da sagen, mein Geheimtipp, mein Dark Horse für die T100. Ähnlich wie Emma Pellant Brown haben beide mit der Hitze in Miami zu kämpfen gehabt und haben es halt nicht geschafft, ihre Leistung bis ins Ziel zu bringen. Jetzt in Oceanside dürfte es wahrscheinlich insgesamt ein bisschen milder sein und den beiden entgegenkommen. Vor allem Emma Pellant Brown, die doch sehr große Probleme mit der Hitze hat, die auch das Rennen der T100 in Singapur auslassen wird. Aber es sind auf jeden Fall zwei Athletinnen, die, glaube ich, läuferisch den anderen da überlegen sind. Und so kann es interessant werden, ob sie es schaffen, irgendwie an Taylor Nipp ranzukommen. Aber mein Tipp wäre, dass Taylor Nipp so schon diejenige ist, die eben beim Radfahren einfach wieder das Zepter in die Hand nimmt. Sie hat gegenüber Tamara Jewett auf jeden Fall ihre Schwimmleistung, auch gegenüber Emma Pellant Brown, die komplett auf ihrer Seite steht. Ich denke so, bei Taylor Nipp könnte Fenella Langridge mit an den Füßen bleiben. Aber ja, ich denke mal, Emma Pellant Brown und Tamara Jewett werden so insgesamt dann doch eher beim Radfahren beziehungsweise beim Laufen dann ins vordere Feld kommen und dafür auf jeden Fall Spannung sorgen. Ja, du hast es gerade Genau. schon gesagt, es ist auf jeden Fall Klasse, aber auch Masse. 40 Profiathletinnen. Bei den Männern sind sogar mehr als doppelt so viel. 81 Profi-Triathleten sind gemeldet. Da frage ich mich, wie soll das denn überhaupt ablaufen? Ja, ich weiß gar nicht, ob Oceanside auch mit Race Ranger gefahren wird. Da Alle wird es Rennen auf der jeden Pro Fall dann Series werden mit Race Ranger gefahren. so ist es. Also da wird auf jeden Fall so sein, dass da schon relativ schnell die Abstände nach dem Schwimmen eingehalten werden müssen, weil sonst haben da die Schiedsrichter doch relativ häufig wahrscheinlich ein rotes Licht im Auge und können da die Strafen schneller aussprechen. Ja, klar. Also es ist schon echt ein mega großes Männerfeld. Wenn du dir da anguckst, ist natürlich auch richtig, richtig viele Amerikaner, die anscheinend eine Profilizenz haben und die Chance nutzen, in Oceanside am Start zu stehen. Wenn man dann so ein bisschen aufs Favoritenfeld guckt, ist es vielleicht ein Ticken. Ja, oder was heißt kleiner, aber von Namen her, glaube ich, sind es eben Jackson Landry, Patrick Lange, Lionel Sanders, Joe Skipper, dann Braden Curry, Sam Long macht also Double Dirty. Also der ist auf jeden Fall auch in Oceanside am Start. Und ich glaube, wen man von den Europäern absolut auch nicht unterschätzen darf, ist Jelle Gens, der Belgier. Also, er hat ja jetzt schon ein paar Sachen auf Social Media geteilt. Natürlich ist es immer so eine Sache, aber ich glaube, Jelle Gens steht jetzt hier als siebter Mann quasi in der Startliste mit drin und ist definitiv einer, der mit dabei ist und ich denke auch auf der Mitteldistanz noch mehr Chancen haben wird als eventuell auf der Langdistanz und damit zum Beispiel der Neuseeländer Braden Curry eventuell gegenüber ihm eventuell benachteiligt sein wird. Einfach dadurch, dass Jelle Gens doch auch so ein bisschen von der Kurz- bzw. Mitteldistanz kommt und da seine Karten besser spielen kann. Ja, du hast es gesagt, auf Social Media hat er schon einiges gepostet und ist da anscheinend auch in richtig guter Verfassung.
Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie du sagst, man darf natürlich nicht alles glauben, was bei Social Media gepostet wird. Aber wir hatten auch von Jelle Gehens eine Einheit in unserer Profi-Einheit der Woche bei Triathlon Plus. Und auch da war ich sehr überzeugt von den Qualitäten, die er auch im Training zeigt. Und ich glaube, das kann richtig gut werden. Absolut, genau. Und ich hatte jetzt gesagt, es geht so bis Platz 7 zurück, oder bis Platz 7 runter, wobei man echt dann nochmal weiter gucken muss, weil da sind noch ganz andere Namen mit dabei, die eventuell in der vergangenen Saison so ein bisschen ja, vom Radar verschwunden sind. Aber ich meine, mit Matt Hansen auf aktuell Startplatz 12, Florian Angert, Jason Pohl sind natürlich noch Athleten dabei, die definitiv auch noch mit nach vorne reinkommen können. Und neben Patrick Lange und Florian Angert ist eben auch noch Maximilian Sperl am Start, der auch noch relativ weit vorne ist. Also es gibt auch noch weitere Starter, deutsche Starter, die am Start sind, wie Sven Wies und dann ist mir noch einer über den Weg gelaufen, Matti Weitz. Aber genau, letztendlich glaube ich, Genau, Magnus sollte Männer auch noch. Magnus Männer auch noch, sehr gut. Dann haben wir alle Deutschen aufgezählt. Aber ich glaube, mit Maximilian Sperl haben wir da auf jeden Fall auch noch jemanden, der auf jeden Fall ein Dark Horse ist, aber da im Geschäft der Großen vielleicht so ein bisschen mitspielen kann. Ja, der war jetzt lange auf Mallorca im Trainingslager. Hat sich letztes Jahr eigentlich komplett auf die 73 WM fokussiert. Das Rennen lief dann nicht ganz so wie geplant. Aber da wird er sich auf jeden Fall, ist jetzt auch offiziell nicht mehr auf der Kurzdistanz unterwegs, sondern fokussiert sich auf die längeren Strecken. Man hat dieses Jahr wieder den Fokus auf der 73 WM. Also der will frühzeitig die Quali fertig machen und sich dann auf Neuseeland konzentrieren. Ja, insgesamt ja auch ein extrem interessanter Athlet. Er hatte ja so ein bisschen den Traum von den Olympischen Spielen, hatte den dann im letzten Jahr abgeschrieben und hatte sich ja komplett außerhalb des DTU-Kaders vorbereitet, beziehungsweise da alles auf Eigenregie gemacht. Und deshalb glaube ich, ist es echt so ein ziemlich interessanter Athlet, gerade wenn er jetzt so den Fokus in Richtung der Mitteldistanz legt und quasi nicht mehr irgendwie so diesem olympischen Traum hinterherjagen muss, könnte das natürlich auch nochmal so eine Sache sein, die ihn so ein bisschen befreit. Dann wollen wir mal von den längeren Strecken auf die kürzeren Strecken wechseln. Am Apropos Wochenende. olympischen Traum nachjagen, wolltest du Ja, sagen. apropos olympischen Traum nachjagen. Naja, Lisa Tertsch ist ja schon für Olympia qualifiziert, hat am Wochenende in Katera trotzdem eine richtig gute Vorstellung gezeigt, hat da gewonnen. Und das auch noch gegen ihre, ja, ich sag mal, größten Kontrahentinnen, Cassandre Beaugrand und Georgia Taylor Brown, die auch beide in Katera am Start waren. Hat sie da auf den letzten 500 Metern im Schlusssprint abgehängt und ja, wirklich souverän den Sieg eingefahren. Ja, mit Cassandre Beaugrand und Georgia Taylor Brown sind natürlich zwei Athletinnen damit am Start gewesen, die ja, wenn man jetzt eventuell so die Verletzung von Georgia Taylor Brown weglässt, die sie im vergangenen Jahr hatte, sind es einfach zwei Athletinnen, die komplett oder absolut für eine Medaille in Paris in Frage kommen. Also das sind so diejenigen, die wirklich im vergangenen Jahr da richtig oder auch in den vergangenen 2 Jahren richtig Betrieb gemacht haben und zwei sind, die da auf der Favoritenliste stehen. Aber Lisa Tertsch hat einfach gezeigt, dass da aktuell ihre Form auf jeden Fall stimmt, bereitet sich ja auch komplett alleine vor, fernab des DTU-Kaders. Aber mit der Leistung, die sie da gezeigt hat, sie war ja vom Schwimmen weg mit vorne dabei, hat beim Radfahren einfach die Gruppe gehalten und beim Laufen war es dann so, dass sich dann eben die Britin, die Französin und Lisa Tertsch vom Feld abgesetzt haben und halt weiterhin gemeinsam den Druck gemacht haben. Und in der leichten Bergabpassage, 500 Meter vorm Ziel, war es dann irgendwie Lisa Tertsch, die da direkt ja, das Herz in die Hand genommen hat und einfach so einen Antritt hatte, dass beide nicht folgen konnten. Jetzt wird natürlich schon so ein bisschen gemunkelt, dass sie sich damit definitiv auch mit in die Favoritenliste für die Olympischen Spiele gesetzt hat. Falls sie da nicht Glaube eh schon ich, drauf stand. falls sie, ja, genau, da sind wir wieder so ein bisschen beim Dark Horse. Aber keine Frage. Also natürlich ist es noch früh in der Saison. Das darf man nicht vergessen. Für viele war es jetzt die erste Kurzdistanz, gerade nach der Absage des World Cups in Abu Dhabi. Aber
Ja, wenn jetzt keine von denen, und da würde ich eigentlich fast von ausgehen, nicht zu früh den Peak gesetzt hat, ist es schon so, dass Lisa Tertsch da aktuell in der Form auf jeden Fall mit in den Favoritinnenkreis um die Medaillen geht. Ich meine, auf der olympischen Distanz, wie man auch bei den Ergebnissen gesehen hat, geht es ja wirklich dann um ein paar Sekunden oder wer dann am Ende eventuell noch ein, zwei Körner mehr im Kescher hat, im Gegensatz zu den anderen. Aber mit der Leistung würde ich auch sagen, ist sie im Favoritinnenkreis mit dabei, hat Selbstvertrauen getankt und für sie war es auch der erste Sieg über Cassandre Bronson, seitdem sie auch in Juniorinnenjahren gegeneinander kämpfen. Also es ist auf jeden Fall von Lisa Tertschen ziemlicher Fingerzeig in Richtung der Konkurrenz. Ja, und ich finde, das ist auch so ein Podium, was durchaus auch in Paris zustande kommen könnte. Also Beth Potter zum Beispiel hat jetzt noch gefehlt oder Taylor Spivey, Katie Zafiris. Aber ich glaube, wenn die noch dazu kommen, die pushen sich alle nur noch gegenseitig hoch. Das wird ein richtig gutes Rennen. Laura Lindemann darfst du nicht vergessen, Laura ne? Lindemann Das natürlich ist nicht. Laura Lindemann darfst du nicht vergessen. Ja, genau, aber damit hast du ja eigentlich schon ziemlich engen Kreis aufgestellt. Aber es ist halt schon, ne, der enge Kreis besteht immer noch aus knapp 10 Athletinnen für 3 Medaillen. Das ist einfach schon extrem hartes Geschäft, so eine olympische Distanz. Und ich glaube, wenn du da so halt schon früh im Jahr deine Punkte sichern kannst und dir das Selbstvertrauen holst und eventuell auch halt nach Jahren endlich mal eine deiner Konkurrentinnen schlägst, die du seit den Juniorinnen-Jahren nicht hinter dir hattest, ist es auf jeden Fall für dich als Athletin, würde ich sagen, richtig guter Weg, um ins Jahr reinzukommen. Ja, beim Männerrennen war aus deutscher Sicht auch Henry Graf am Start. Der ist leider nicht ins Ziel gekommen. Bei dem ist nämlich beim Wechsel der Rahmen gebrochen. Also als ich die Bilder gesehen habe, war ich auch sehr erstaunt. Ich meine, was man ja schon häufiger mal gesehen hat, war, dass da eventuell die Sattelstütze oder der Sattel abgetreten worden sind, aber er ist aufs Rad gesprungen und dann ist das Rad einfach mal am Oberrohr und an der Sattelstrebe gebrochen. Also es ist quasi so ein Dreieck aus dem Fahrrad rausgebrochen und an Weiterfahren war irgendwie überhaupt nicht zu denken. So ein bisschen, also auf den Bildern stand er auch so ein bisschen betröppelt da, sodass dass er da nicht mehr weiterfahren konnte. Ich meine, wenn man sich jetzt so die Bilder anguckt, kann man nur von Glück reden, dass es vielleicht in der Wechselzone oder im Wechsel passiert ist, weil man mag sich gar nicht ausmalen, was eventuell in so einem Rennen passiert, wenn da doch in der Gruppe gefahren werden darf und er sich da eben hinpackt. Das wäre dann ja so ein Sturz wie im Peloton beim Radfahren. Aber wahrscheinlich hat das Rad da im Vorhinein schon irgendwie einen Knacks weggehabt, sonst dürfte sowas ja auch nicht passieren. Ja, ich denke auch, das ist irgendwie beim Transport schon beschädigt worden. Er hat sich jetzt noch nicht weiter dazu geäußert. Aber es sah schon sehr kurios aus. Also wie er da sich aufs Rad schwingt, hinsetzt und dann kracht es einfach nur zusammen. Also ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber es ist wirklich so, ne? Also auch wenn es eventuell nicht dann beim Rennen passiert wäre, aber lass ihn dann zum Beispiel beim Training irgendwie eine Abfahrt nehmen oder so. Ne? Das sind ja schon so Situationen, wo einfach schon eine hohe Sicherheit dabei sein muss. Und wenn dann quasi aufgrund eines Materialschadens oder einer Materialschwäche der Rahmen so bricht, hast du ja als Athlet eigentlich auch kaum eine Chance. Von daher, so ärgerlich wie es auch ist für ihn, weil er echt weit vorne im Feld rauskam, er ist ja, glaube ich, als Sechster oder Siebter aus dem Wasser gekommen und wäre dann auf jeden Fall mit in der Führungsgruppe gewesen. Umso glücklicher kann man vielleicht im Nachhinein sein, dass es dann nur das Rad war und ihn nicht getroffen hat, sodass er für die Saison da auf jeden Fall ja noch alles zusammen hat. Das auf Genau. jeden Fall. Aber es ist natürlich nicht den Auftakt, den man sich ins Rennjahr wünscht. Nein, definitiv nicht. Und vielleicht da, wenn man sich da das Ergebnis anguckt, einen ganz anderen Auftakt ins Rennen hatte Hugo Milner. Also der Brite sagt vielleicht wenigen was, aber er hat schon des Öfteren halt einfach gezeigt, dass er eine enorme Laufstärke hat. Hat auch bei etlichen Crossrennen mitgemacht und war selbst in der Nationalmannschaft bei den Crosswettkämpfen mit dabei. Und hat da eben auch schon extrem schnelle Zeiten gezeigt, sodass er da bei einigen auch schon mit auf den Radar kam, bei den ja,
Zeiten, die er da eben zurückgelegt hat. Und jetzt war er eben auch einer der, oder der einzige Athlet im gesamten Feld, der eben die 10 Kilometer unter einer halben Stunde gelaufen ist und hat sich damit halt einfach komplett durchs Feld getankt. Und in der 29:32 über die letzten 10 Kilometer hat er da den Sieg. Ja, man kann auf der olympischen Distanz bei 15 Sekunden kann man schon fast sagen, sicher gegenüber Vincent Louis und Aurélien Jean eingefahren, beides Franzosen. Da zeigt sich auch einfach wieder, die Franzosen sind einfach wirklich eine mega breite, starke Mannschaft. Vincent Louis kämpft ja auch noch so ein bisschen, glaube ich, um seinen Startplatz für die Olympischen Spiele, scheint aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein und hat da wichtige Punkte eingefahren, im Quali-Ranking da noch mit dabei zu sein. Ja, genau. Wo du jetzt schon von den Qualifikationspunkten sprichst, müssen wir natürlich noch über Lasse Priester sprechen, der auch wie Vincent Louis von der Absage in Abu Dhabi ja schwer getroffen wurde, kann man schon sagen, weil einfach jetzt die Möglichkeit fehlt, noch Punkte für das Ranking zu holen. Lasse Priester ist am Wochenende in Hongkong gestartet und ja, wollte da eigentlich mindestens einen Podiumplatz rausholen, um noch wichtige Punkte zu sammeln, aber auch er ist nicht ins Ziel gekommen. Ja, wie du sagst, Abu Dhabi ist natürlich für all diejenigen, die wirklich noch auf die Punkte hoffen müssen oder die Absage war für die echt ein richtig harter Cut, zumal es ja ein WTCS-Run war, also dadurch gab es nochmal extra mehr Punkte als zum Beispiel beim European Cup oder beim normalen Weltcup. Entschuldigung. Und da muss man jetzt eben an der Stelle von Lasse Priester eben versuchen, alle möglichen Register zu ziehen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Wenn man dann halt schon so einen Riesentrip wie er auf sich nimmt, um nach Hongkong zu kommen und dann da mit einem Infekt anreist und eben beim Radfahren merkt, dass man überhaupt nicht an seine Leistungsfähigkeit anknüpfen kann, dann ist es natürlich extrem bitter und neben dem ganzen Aufwand halt auch einfach schon nochmal ein gewisser Rückschlag und ihm... Man kann es ja so ein bisschen sagen, ihm schwimmen ja so ein bisschen die Fälle davon. Also jetzt hat er Abu Dhabi nicht gekriegt, Hongkong nicht. Wenn jetzt noch ein Infekt ist, dann ist so ein bisschen die Frage, wie lange steckt der Infekt in ihm drin? Wie weit ist es leistungsmäßig so, dass er davon betroffen ist? Von daher ist es da wirklich eine interessante Sache, wie eventuell er sich da eben ja in Richtung der Qualifikation eventuell noch aufstellen kann, um Jonas Schomburg da irgendwie näher zu rücken oder zu überholen. Ich meine, näher zu rücken bringt ihm ja auch nichts, er muss ihn ja überholen. Also und desto weiter die Saison fortschreitet oder wir ins Jahr hineingehen, umso schwieriger wird es für ihn. Ja, das stimmt. In Yokohama wird er dann die nächste Chance haben auf Punkte, aber wie du sagst, es wird auf jeden Fall knapp. Ja, definitiv. Also ich meine, man muss sich auch erstmal in die Lage eines Athleten versetzen. Also egal, ob jetzt so ein Qualifikationsranking ist oder ob dann eventuell in manchen anderen Sportarten so eine Nachqualifikation ist. Das ist einfach ein extrem hoher Druck, den so ein Athlet ausgesetzt ist. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man irgendwie den Traum der Olympischen Spiele hinterherjagt. Er selber war ja auch noch nicht bei den Olympischen Spielen und gerade für Athleten, die halt in der olympischen Sportart unterwegs sind oder wie beim Triathlon auf der olympischen Strecke unterwegs ist, da ist es nun mal schon so eines der größten Ziele, das man erreichen kann. Und da ist es, glaube ich, dann auch schwer, irgendwann selbst so diesen Zeitpunkt zu erreichen, wo man dann sagt, okay, für dieses Jahr oder für diese Olympiade lasse ich quasi das jetzt sein und stelle mich eventuell nochmal neu auf, um es dann eventuell in 4 Jahren wieder zu schaffen. Wenn wir jetzt quasi bei Lasse Priester sind, ich meine, ein ganz prominentes Beispiel gibt es ja auch noch mit Gustav Iden, wobei man da ja auch sagen muss, dass die Situation für Gustav Iden ja eigentlich aussichtslos ist im Verhältnis zu Lasse Priester und man da, glaube ich, eher gucken muss oder darauf gespannt sein kann, darf, in welche Richtung es bei Gustav Iden geht. Ja, du sprichst es an, Gustav Iden ist jetzt schon sehr lange verletzungsgeplagt mit seiner Achillessehne, hat auch das vergangene Jahr vorzeitig beendet und ist immer noch nicht richtig fit. Eigentlich sollte er auch in Hongkong in die Saison starten, hat das jetzt natürlich nicht gemacht, hat aber ein lustiges Reel auf Instagram gepostet,
bei dem er nicht nur sein Motorrad zeigt, sondern auch wieder trainiert, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Auf jeden Fall sagt er seinem Trainer Olaf Alexander Buhr, dass er doch mal das Laufband anschmeißen soll. Das ist dann aber nur in Gehtempo. Ja, aber gerade bei ihm, also vielleicht haben sie es intern schon entschieden, auch wenn sie es nach außen nicht so kommunizieren. Ich glaube, allein für ihn wäre es insgesamt gerade von der mentalen Belastung entspannter, dann selbst zu sagen oder vom Trainerteam zu sagen, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird und sie frühzeitig quasi diese Jagd nach den Punkten oder nach dem olympischen Platz einfach beenden. Ja, so schade es wahrscheinlich für ihn ist. Aber es ermöglicht, glaube ich, gerade im Fall von Gustav Iden doch wesentlich mehr Varianten, Möglichkeiten, den Saisonverlauf zu bestreiten, als wenn man jetzt irgendwie versucht, bis zur Deadline dem Ganzen noch hinterherzurennen. Also das, glaube ich, macht einfach keinen Sinn. Und wie du sagst, halt in der Phase oder mit der Verletzung, die er hatte, ist es natürlich auch immer so ein Zeitdruck, den man sich aufsetzt, dass man auf jeden Fall fit sein muss, man eventuell zu früh einsteigt, um noch die Punkte zu holen. Wenn da frühzeitig entschieden wurde, in welche Richtung es geht, ist es, glaube ich, für ihn auch insgesamt einfach wesentlich entspannter. Und wer weiß, vielleicht holt er seinen Back-to-Back-Hawaii-Sieg. Dann gibt es da auch noch andere, die irgendwie in die Röhre gucken. Aber das ist vielleicht so ein bisschen eine Sache, die noch kommuniziert werden muss, aber da kann natürlich viel gemunkelt werden. Aber ja, gerade mit Gustav Iden haben wir da auch noch einen prominenten Fall. Und man darf, sage ich mal, auf jeden Fall im Falle von Lasse Nygaard Priester gespannt sein, wie es jetzt weitergeht und inwiefern er da noch die Punkte sammeln kann. Aber es wird definitiv, mit jedem Rennen wird es nicht leichter. Ja, das stimmt. Bei Gustav Iden ist natürlich auch die Frage, wann er wieder richtig fit ist, um auch Rennen zu machen. Und also nicht nur, ob er es dann immer noch versucht, sich für Olympia zu qualifizieren, sondern wie dann seine Pläne auch für den Rest der Saison sind. Du hast gerade schon angesprochen, er kann seinen Titel auf Hawaii, ja, den Hawaii-Titel verteidigen, den Ironman-WM-Titel kann er nicht mehr verteidigen, den hat Sam Laidlaw im Moment. Aber es wäre natürlich auf jeden Fall ein großes Zeichen, wenn er da wieder fit am Start ist und auch wie er bis dahin seine Saison gestaltet. Also ob er an Rennen der T100 Tour teilnimmt als Wildcard oder ob er sich auch auf die Ironman Pro Series fokussiert. Wir haben ja auch gemutmaßt, dass er eventuell in Rot auf der Startliste steht. Das tut er nicht. Ich weiß nicht, wie es da mit Nachmeldung aussieht, aber das würde natürlich noch ein bisschen Würze in das Feld bringen. Vielleicht kommt es auch zum norwegischen Battle in Rot, so da, Quatsch, in Frankfurt, beim Ironman Frankfurt. Da wird ja auch immer noch gemunkelt, dass wenn der Olympiasieg von Christian Blumenfeld nicht verteidigt wird, womit er ja dann irgendwie schon das Go von Ironman hat, dass er beim Ironman Frankfurt starten wird, um da eventuell die Qualifikation zu holen. Klar. Ich glaube, gibt ziemlich viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es erstmal schön zu sehen, dass er da, glaube ich, so ein bisschen Social Media mäßig zurück ist und uns da so ein bisschen dran teilhaben lässt, wie sein Training läuft oder eben auch nicht. Aber gerade, glaube ich, nach dem letzten Jahr mit der Verletzung, mit dem Tod seiner Mutter und dem, ja, nicht richtig funktionieren seiner Saison, glaube ich, ist es schon gut zu sehen, wenn so ein paar Athleten dann doch irgendwie wieder zurückkommen und einen so ein bisschen daran teilhaben lassen. Ja, und vor allem auch den Sinn für Humor nicht verloren haben. Definitiv. Vielleicht ist er, oder er ist wahrscheinlich schon einer der lustigsten im Triathlon-Zirkus. Also, der hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren, wie man sagen würde. Gerade in so einer Situation so zu reagieren, auf jeden Fall finde ich auch ein richtig cooles Reel und zeigt ja wirklich auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, in welche Richtung es geht. Wahrscheinlich wird er ja auch schneller trainieren als nur im Gehtempo. Das wollen wir hoffen. Es wäre ihm zu wünschen. Er wird wahrscheinlich nicht so schnell unterwegs sein auf dem Rad wie mit seinem Motorrad. Das stimmt, ja. Aber auf jeden Fall ist er, glaube ich, jetzt auch mit dem Höhentrainingslager. Die Norweger sind ja wieder in die Sierra Nevada gefahren, wo sie mit der gesamten olympischen Mannschaft trainieren. Von daher wird da alles erstmal den geregelten Weg laufen. Und egal, ob er auf die olympische Distanz oder auf die Mittel- oder Langdistanz geht, glaube ich, wenn er einsteigt, wird er
uns, denke ich, in einer anderen Verfassung präsentieren, als er im letzten Jahr dann aufgehört hat. Ja. Auf den Ironman 73 Oceanside haben wir ja schon mal so ein bisschen geblickt. Der findet nächste Woche am Sonntag statt. Danach die Woche ist schon wieder das nächste Rennen der T100 Tour in Singapur. Dafür wurden auch die Starterlisten jetzt veröffentlicht und wir haben gesehen, dass beim Frauenfeld doch viele der Stammstarterinnen nicht dabei sind. Ja, ich würde so ein bisschen vermuten, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt. Also ich meine, im Vorhinein hatten ja auch schon viele gesagt, dass sie diese Hitze oder dieses Hitzerennen auslassen wollen. Emma Pelham-Brown ist zum Beispiel eine, mit Katrina Matthews haben wir eine Athletin, die sich jetzt verletzt hat und da auf jeden Fall relativ lange ausfällt mit dem Muskelriss in der Wade, wo doch mehr betroffen ist als am Anfang gedacht. Ja, finde ich auch. Ist überraschend, aber irgendwie haben sie die Startliste dann dennoch voll gekriegt, muss man ja eigentlich sagen. Und es wird wahrscheinlich schon so sein wie beim Rennen in Miami, dass einige da einfach ihre Chance nutzen und sich da einfach in einer guten Verfassung zeigen. Also ich meine jetzt bei der T100 in Miami, bei den Männern kann man es ja eigentlich ziemlich hervorheben, mit Juri Keulen, der hat ja einfach schon seine Chance genutzt und sich da richtig stark präsentiert. Ja, dann haben wir natürlich eine Wildcard oder zwei Wildcards noch für deutsche AthletInnen bekommen. Einmal mit Mika Noth, der ja schon auch letztes Jahr in Singapur am Start war, und auch Anna Reischmann, über die wir heute schon gesprochen haben. Ja, also ich glaube, Mika Noth hat also auch von Verdauungsproblemen oder von Magenproblemen im letzten Jahr ausgebremst worden, hat auch das Zeug wieder dazu, da richtig weit nach vorne zu kommen. Immerhin ist jetzt Mathis Magirier nicht am Start, das heißt, es gibt schon mal keinen Zielsprint, bei dem er sich vielleicht hinlegt. Ja, aber wie du sagst, ich meine, Mika Noth kennt das Rennen aus Singapur aus dem vergangenen Jahr, hatte da dann ein bisschen Magenprobleme. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Magenprobleme bekommen hat, war er ja eigentlich ziemlich gut mit dabei und bringt ja auch alles mit, um einfach schon von Anfang an vorne im Feld mit dabei zu sein. Also seine Schwimmleistung ist die des vorderen Feldes, also so, dass er da in der vorderen Gruppe mit aussteigt, hat jeweils gezeigt, dass er einfach eine enorm starke Radleistung hat. Vergangenes Jahr bei der PTO-Tour oder bei den Asian Open hat er die drittschnellste Radzeit gezeigt und ist quasi da vorne mit vom Rad gestiegen und dann entscheidet sich's, glaube ich, dass er da einfach seine Ernährung beisammen hat und mit den Bedingungen vor Ort klarkommt. Und dann, glaube ich, kann es auch was werden. Aber gerade wenn er jetzt quasi mit dem Rennen aus dem vergangenen Jahr quasi so die Rückschlüsse gezogen hat, ist es auf jeden Fall jemand, der, wo ich sagen würde, schon in dem Starterfeld, auch wenn das Starterfeld der Männer natürlich ziemlich gut besetzt ist, so ein Sprung Richtung Top 10, Top 5, denke ich schon, eventuell unter oder Top 5 unter den Top-Bedingungen und sonst unter guten Bedingungen in die Top 10 auf jeden Fall kommen kann. Definitiv. Ja. Aus deutscher Sicht fehlen dann auch noch Laura Philipp, über die wir gerade schon gesprochen haben, die natürlich in Valencia in die Saison startet, und Anna Haug, die ja auch in Miami schon gefehlt hat, da wegen gesundheitlicher Probleme. Das hat sich jetzt wohl mittlerweile erledigt und sie wird aber einfach nicht rechtzeitig fit für Singapur. Und wahrscheinlich wäre dann auch die Belastung mit der langen Reise und der Akklimatisierung und allem drum und dran zu viel. Ja, davon gehe ich auch aus. Also wenn jetzt die Erkrankung wirklich vorbei ist, ich meine, so eine Rennabsage muss ja schon immer, oder nicht bedeuten, dass was Schwieriges oder Schwerwiegendes ist, aber auf jeden Fall so, dass ein Infekt drin ist. Und gerade unter den Bedingungen, die in Singapur herrschen, ist es, glaube ich, dann nicht unbedingt sinnvoll, die Reise auf sich zu nehmen. Zumal, wenn man gesehen hat, wie viele da letztes Jahr dann im Nachhinein auch krank wurden. Man erinnert sich nur an Christian Blumenfeld, der auch einen kompletten Infekt oder Magen-Darm sich eingefangen hat und dann bei der 73 WM in Lahti überhaupt nichts mehr leisten konnte. Ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung im Gesamtsaisonverlauf zu sagen, dass man Singapur jetzt auslässt.
und dafür einen Ticken später einsteigt. Dafür ist bei den Frauen Ashley Gentle jetzt mit dabei, ebenso wie die ehemalige Ironman-Weltmeisterin Chelsea Sodero, Imogen Simmons, die Trainingspartnerin von Anne Reichmann, kommt mit hinzu. Also da sind auf jeden Fall im vorderen Feld der Frauen sind auf jeden Fall noch ein paar Starterinnen mit dabei, die Rang und Namen haben. Ich meine, Lucy Charles Barkley ist auch mit dabei, India Lee, die Siegerin des ersten Rennens, Marjolaine Pierre sind dann, denke ich, schon so die Athletinnen, die man da vorne mit sieht, die ja auch mit zum Stamm gehören. Und bei den Wildcards, gut, da ging es dann halt schon so ein bisschen weiter runter, vielleicht auch mit ein paar Namen, die man nicht ganz so kennt. Aber ja, gerade eventuell auch wieder mit Lucy Buckingham, die erneut eine Wildcard bekommen hat, die ja das Rennen in Miami schon ja eine Zeit lang mitbestimmt hat. Kann man gespannt sein, ob sie ihre Leistung da bis ins Ziel bringt und nicht wieder von ihrem Ehemann aus dem Rennen genommen wird. Aber ich denke schon, dass da trotz der vielen Wildcards, die es bei den Frauen gab, immer noch ein ziemlich starkes Feld am Start ist. Ich meine, die Strength of Field zeigt es einfach, dass halt schon aufgrund der Top 5 da eine hohe Leistungsdichte ist. Und wie es dann nach hinten hin aussieht, wird man dann in der Übertragung sehen oder auch nicht. Ja, also die Strength of Field, wie du sagst, ist immer noch bei über 93. Also ist tatsächlich auch besser als die des Männerrenns. Wir haben jetzt kein B-Feld, würde ich mal so sagen. Also es ist immer noch richtig gut besetzt. Ja, genau, aber man darf nicht vergessen, dass er bei der Strength of Field nicht die gesamte Feldstärke genommen wird, sondern immer nur ich glaube, die ersten fünf des Feldes. Da kann Nils uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser auf die Sprünge helfen, beziehungsweise wir müssen es nochmal analysieren, aber ich bin der Meinung, es werden immer nur die ersten fünf Athletinnen genommen. Und dadurch ergibt sich halt einfach eine sehr hohe Strength of Field. Von der Gesamtdichte des Feldes würde ich sagen, sind wir bei den Männern schon in einer höheren Felddichte. Gerade auch, wenn man sich anguckt von den Namen, die Wildcards bekommen haben mit Mika Not. Ich meine, Javi Gomez steht auch wieder mit drauf. Da darf man gespannt sein, ob er es diesmal schafft oder wieder krank ist. Frederik Funk ist zurück, der keine Wildcard hat, aber komplett dazugehört. Und ja, somit ist da bei den Männern, glaube ich, schon echt viel mit dabei. Kyle Smith, über den wir auch geredet hatten. Also gibt auf jeden Fall bei den Männern auch einige Namen, die da richtig gut mit dabei sind. Ja, und bei den Frauen sind die Ausfälle teils auch durch den 73 Oceanside bedingt. Also so Athletinnen wie Paula Findlay, Tamra Jewett, Taylor Emma Knipp, Pellant Emma Brown. Pennant Brown, die dann eine Woche vorher in Kalifornien an den Start gehen, nehmen dann natürlich nicht die lange Reise und die Akklimatisierungszeit, die sie ja eigentlich brauchen, auf sich, um dann noch in Singapur an den Start zu gehen. Bei Cat Matthews ist es natürlich verletzungsbedingt. Die wäre, glaube ich, auch eigentlich in Oceanside am Start gewesen, um noch ein Vorbereitungsrennen vor dem Ironman Texas zu machen, bei dem jetzt natürlich auch die Frage ist, ob sie da an den Start gehen kann. Sie hat jetzt, glaube ich, die Tage auf Instagram nochmal so ein kleines Verletzungsupdate gegeben. Also sie ist eigentlich erst davon ausgegangen, dass nur der Muskel verletzt ist, beziehungsweise ja, der Wadenmuskel gerissen ist. Jetzt hat sich aber ergeben, dass auch die Sehne betroffen ist. Das heißt, dass sich das Ganze nochmal ein bisschen in die Länge zieht. Ja, genau. Also so wie ihr Post zu lesen ist, würde ich auch sagen, dass der Ironman Texas einen Ticken zu früh kommt und wenn sie da die Saison ja gesundheitlich nicht weiter irgendwie strugglen will, ist es, glaube ich, vom Trainerteam die richtige Entscheidung zu sagen, dass man den Ironman Texas auslässt, auch wenn es eine harte Entscheidung ist. Aber das steht, glaube ich, mit der T100 Tour doch zu viel auf dem Spiel, als dass man da dann einfach die Langdistanz einstreut und quasi da das Risiko für eine Langzeitverletzung eingeht. Zumal ja eine Verletzung, so ein Muskelriss innerhalb des Rennens schon die Frage ist, von wo es kommt. Und da wird es ja dann schon wahrscheinlich eher dadurch kommen, dass eine gewisse Überbelastung da war, anstatt dass quasi wie beim Rennkurs in Miami irgendwie eine Unebenheit oder so dafür gesorgt hätte, dass sie sich da den Muskel reißt. Von daher muss man da, glaube ich, echt nochmal so ein bisschen Vorsicht walten lassen und ja, den Verletzungsverlauf oder den Regenerationsverlauf angucken und dann noch entscheiden. Aber gefühlt würde ich sagen, kommt der Ironman Texas zu früh, als dass sie da einsteigen kann.
Ja, von Patrick Lange wissen wir, dass er den 73 Oceanside auch als Vorbereitungsrennen für Texas nimmt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie seine Form jetzt schon zu Beginn aussieht, so früh schon wieder eine Langdistanz zu machen, obwohl er das ja auch kennt aus vorherigen Jahren. Genau, aus vorherigen Jahren kennt er das. Ich glaube, er hat ja auch schon mal den Ironman Texas, hat er doch schon mal gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch daran erinnere. Von daher glaube ich auch, dass quasi, wenn es einfach so in so eine USA-Reise quasi integriert wird, dass er da schon ziemlich gut mit dabei sein wird oder am Platz am Start sein wird. Die Frage ist natürlich so ein bisschen beim Ironman Texas, wer sind die Gegner, wer kommt da noch hinzu? Das könnte, glaube ich, so ein bisschen die interessante Variante sein. Aber so wird's. Ich glaube, ist Tulsa nicht Texas? Ironman Tulsa? Das ist eine sehr gute Frage. Also den Weil Ironman wenn Texas hat er auf jeden Fall 2016 gewonnen. Den Ironman Tulsa hat er dann, jetzt muss ich kurz nachgucken, 2021 gewonnen. Aber ich sehe gerade, Tulsa ist in Oklahoma. Also So ist passt. es. Oh. Eine kleine geografische Lücke, die jetzt direkt gefüllt wurde. Ja, aber ich lag nicht verkehrt, dass er den Ironman Texas schon mal gewonnen hat. Genau. Das letzte Amerika-Rennen war dann damit der Ironman Tulsa. Aber ich glaube, da darf man dann noch mal so ein bisschen darauf warten, wer da eventuell die Gegner sind. Aber wenn, glaube ich, steht er da schon als Mitfavorit an der Startlinie. Das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Jo, machen wir den Deckel drauf, freuen uns auf die kommenden Wochenenden, wo richtige Race-Action sein werden. Und vielleicht noch so als Abschluss, gestern wurden die ersten Bestätigungen der Verbände für die Staffeln für die Olympischen Spiele in Paris bestätigt. Deutschland hatte ja damit eigentlich überhaupt keine Bedenken mehr, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie waren ja als eines von drei Teams schon vorab qualifiziert. Und gestern gab es quasi noch die Deadline dafür, für diejenigen, die quasi in dem Ranking weiter oben sind und auch jeweils schon zwei Qualifikationsplätze von Frauen und Männern haben. Und genau, Deutschland ist auf jeden Fall durch den Weltmeisterschaftssieg im vergangenen Jahr in Hamburg fest mit dabei. Frankreich, Großbritannien sind mit dabei und dann gibt es aber noch so Länder wie Norwegen zum Beispiel, die ja noch in die Nachqualifikation müssen. Und das wird auf jeden Fall dann ein sehr spannendes und hartes Rennen, weil so eine Nachqualifikation, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber aus einer anderen Sportart, ist kein Zuckerschlecken. Aber genau, mit der kurzen Info machen wir den Deckel zu. Und sind ganz gespannt, was uns die Profis so zu bieten haben. Jawohl. Lars, ich danke dir. Ich danke dir. Ciao. Ja, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.